Also in meiner konkreten Situation war es so, dass die familiäre Situation an sich schon bei mir ziemlich schwierig war. Ich habe wenig Aufmerksamkeit bekommen, eigentlich gar keine zu Hause. Und dann waren da auf einmal Ältere, voll tätowiert und haben mich als einen Teil von sich aufgenommen. Diejenigen haben gesagt, wir machen dich zu einem Streetfighter. Damals als Elfjähriger fand man das natürlich cool. Das war sozusagen die Geburt meiner kriminellen Karriere. Steven war 5 Jahre im Gefängnis. Danach hat er seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen. Ich denke, hätte ich jetzt die Notbremse nicht gezogen und die nötige Hilfe bekommen, wäre ich entweder für den Rest meines Lebens im Gefängnis oder tot. Gefängnisse gibt es schon seit der Antike. Jedoch hatten sie damals noch eine andere Funktion als heute. Sie dienten vor allem der Sicherung von Gefangenen bis zum Urteil bzw. der Strafvollstreckung. Damals waren Strafen eher noch Körperstrafen. Also die hat man körperlich gespürt. Das kennt man vielleicht auch aus historischen Filmen. Mit Folter verbunden, mit Abhacken von Gliedmaßen, mit Abschneiden von Ohren, Prügelstrafen, Prangerstrafen, bis aber auch Geldstrafen oder Geldbußen, ein Bußsystem eben eingeführt war. Im 16. Jahrhundert entstanden die ersten Gefängnisse, wie wir sie heute kennen. Jedoch vorrangig nicht zur Bestrafung von Kriminellen, sondern zur Unterbringung von Personen abseits der Gesellschaft. Also zum Beispiel Prostituierten, Trinkern oder Ehebrechern. Personen, die eher ungern gesehen waren. Erst im 18. und 19. Jahrhundert, als Körper- und Todesstrafen abnahmen, musste man sich alternative Methoden zur Bestrafung von Kriminellen suchen. Und diese Übelszufügung, die früher noch sehr körperlich vollzogen wurde, die hat sich dann in Freiheitsentzug umgewandelt. Und dieser Freiheitsentzug, den finden wir heute eben in den Gefängnissen. Dieses Konzept ist bis heute das gleiche. Jemand, der eine Straftat begangen hat, muss ebenfalls bestraft werden. In heutiger Zeit ist jedoch ein weiteres Ziel dazugekommen: Resozialisierung. Das heißt, das Gefängnis dient heute natürlich der Übelszufügung, weil jemand verbrochen hat. Aber, und das ist neu in dem 20. Jahrhundert vor allen Dingen dann, der Gedanke der Resozialisierung. Also nicht nur der Auferlegung eines Übels, sondern tatsächlich auch mit dem Ziel Strafvollzug, dass die Person wieder zurückkommen kann in die Gesellschaft. Resozialisierung ist die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Aber warum ist sie so wichtig? Zum einen bedeutet es für einen Menschen, der sein Vergehen verbüßt hat, die Chance auf ein normales Leben weg von Kriminalität. Zum anderen profitiert auch die Gesellschaft davon. Denn so können zukünftige Straftaten verhindert und weitere Opfer vermieden werden. Aber einen Menschen zu resozialisieren ist nicht immer einfach. Und es gibt hierfür verschiedene Systeme. In Deutschland unterscheidet man zwischen dem geschlossenen und dem offenen Vollzug. Der geschlossene Vollzug ist das, was sich die meisten von uns unter einem Gefängnis vorstellen. Hohe Mauern, vergitterte Fenster und eine strenge Reglementierung. Jemanden aus so einer Umgebung wieder in das normale Leben zurückzuführen, ist nicht einfach. Den geschlossenen und den offenen Vollzug, das sind zwei Vollzugsformen. Die eine ist eben die Vollzugsform für Untersuchungshäftlinge und für verurteilte Straftäter. In der ersten Phase ihrer Haft. Und die Ländergesetze sehen vor, dass es eher zum Ende der Haft, einen offenen Vollzug geben soll, in den geeignete Gefangene verlegt werden können. Der offene Vollzug ist eine alternative und wesentlich freiere Vollzugsform. Beim offenen Vollzug gibt es weniger Sicherungsmaßnahmen. Das fängt an, dass die Gefangenen sich innerhalb der Haftanstalt frei bewegen können, dass sie nachts häufig nicht eingeschlossen werden, dass sie die Freizeit- und Arbeitsbedingungen nutzen können, bis hin, dass sie einer Arbeit außerhalb des Gefängnisses tagsüber nachgehen können und nur nachts zum Schlafen dann zurückkommen. Neben diesen beiden Formen gibt es auch noch den Maßregelvollzug.
Hier werden Strafgefangene untergebracht, wenn ihre Straftat im Zusammenhang mit einer Drogenabhängigkeit begangen wurde. Der Maßregelvollzug sind die klinischen Abteilungen in größeren Psychiatrien, wo Straftäter untergebracht werden können und dort einen Teil ihrer, wir nannten das immer Parallelstrafe, das heißt die Strafe, die im Urteil steht, dort einen Teil ihrer Parallelstrafe zu verbringen. Das können mehrere Jahre sein, je nachdem, wie die Strafe aussieht. Ziel des Maßregelvollzuges ist es, die Drogenabhängigkeit zu therapieren und so eine zukünftige Straftat zu verhindern. Je nach Vollzugsform gibt es also verschiedene Ansätze für die Resozialisierung. Aber der offene Vollzug beschäftigt sich von allen Formen am meisten damit. Also beim offenen Vollzug sehe ich keine Nachteile. Es gibt ja Untersuchungen darüber, dass also die Verfehlungen, die die Gefangenen im offenen Vollzug begehen, ja im 0,1%-Bereich teilweise in bestimmten offenen Justizvollzugsanstalten sind. Das heißt, die Gefangenen, die im offenen Vollzug sind, die halten sich an die Regeln. Und natürlich das Ziel, Resozialisierung, wird ja viel besser erfüllt. Warum? Ja, weil sie ja immerhin tagsüber in der Gesellschaft integriert bleiben und nicht separiert werden von der Gesellschaft. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Unstrittig ist, dass ambulante Maßnahmen, also auch offene Maßnahmen, immer preiswerter sind, wenn man es jetzt mal so sagt, immer preiswerter als der geschlossene Vollzug. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn es mir gelingt, durch mehr offenen Vollzug Gelder einzusparen oder Gelder freizumachen, dann kann ich mich um diesen Betrag besser um diejenigen im geschlossenen Vollzug kümmern. Hier gibt es nur ein Problem. Gerade einmal 15% aller Gefangenen in Deutschland kommen in den offenen Vollzug. Und die meisten nur für kurze Zeit am Ende ihrer Haftstrafe. Die Mehrheit kommt ins klassische Gefängnis. So wie vor einigen Jahren auch Lynn. Ich bin auf die schiefe Bahn gelangt durch Drogen. Also bin drogenabhängig geworden. Und dadurch bin ich dann kriminell geworden. Ja. Also im Staat in Konflikt geraten dann. Ja. Lynn war insgesamt 19 Monate im Gefängnis. Und obwohl deutsche Gefängnisse Verbesserungspotenzial haben, hatte sein Aufenthalt auch etwas Positives. Ich war heilfroh, dass ich dann in den Knast reingekommen bin, weil das war für mich die beste Entgiftung. Die Entgiftung, wo ich davor war, also in Krankenhäusern, wenn da mal keinen Bock hattest und es einfach zu heftig war, dann hast du deine Sachen gepackt, bist weg, im Knast. Warst im Knast und dann hast du da durchgehen müssen. Der geschlossene Vollzug hat also durchaus auch seine guten Seiten. Die Vorteile, die für einen Gefangenen im geschlossenen Vollzug bestehen können, liegen manchmal sogar darin, dass der Person, die dort gefangen gehalten wird, erstmal ein Tagesablauf mitgegeben wird. Also bestimmte Strafgefangene, Personen, die aus schwierigen familiären Verhältnissen, schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, denen erst einmal ein Konzept eines Tagesablaufs, eines sinnvollen Tagesablaufs mitzugeben, könnte schon ein Vorteil sein. Oft können im Gefängnis also die Grundbausteine für ein normales Leben gelegt werden. Hätte man mir vor 3 Jahren gesagt, du wirst mal einen Führerschein haben, du wirst ein eigenes Auto haben, sogar einen Beruf jetzt gelernt haben und deine Kinder sind bei dir, du bist alleinerziehend, hast alles geschafft. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich hab auch in der Haft meine Realschule nachgeholt mit sehr gut. Das sind alles Dinge, die vorher für mich wirklich, das war wie als wenn ein kleiner Junge sagt, er will Astronaut werden. Das ist jetzt, es hört sich überzogen an, aber so war mein Denken tatsächlich. Aber der Weg bis hierhin ist aus dem geschlossenen Vollzug dennoch kein leichter. Ein Konzept kommt nämlich meistens zu kurz, die Resozialisierung. Ja, das Nachdenken über Resozialisierung im geschlossenen Vollzug ist ja nicht neu. Man sieht ja, dass man Strategien braucht und allein der Gedanke, dass man in die einzelnen Strafvollzugsgesetze das Wort Resozialisierung reinschreibt, ändert ja noch nichts daran, sondern man muss das tatsächlich in die Praxis umsetzen. Der erste Tag in der Haft muss der Beginn sein eines Plans, wie kannst du später draußen weiterleben. Soweit die Theorie. Aber die Praxis sieht oft anders aus. Ja, ich muss bei dem Wort Resozialisierung jedes Mal schmunzeln, weil das ist für mich ein Phantom. Es ist im Endeffekt Zelle zu, Schlüssel weg, alles klar, er wird entlassen, Tür wieder auf. Und was kann denn daraus Positives entstehen? Nur Gegenteiliges. Also das Gefängnis ist die Schule für Kriminelle. Man kommt als Kleinkrimineller rein und nach 1-2 Jahren
hast du einiges mehr an Repertoire zu bieten, ob du das so willst oder nicht. So entstehen im geschlossenen Vollzug oft Subkulturen, die die Kriminalität unter Insassen eher noch nach oben treiben. Und durch diese Subkulturen haben viele Gefangene gar keine Motivation, sich zu resozialisieren. All die Leute, die reinkommen, also auch, ich spreche jetzt auch natürlich von mir, du hast ja gar nicht den Drang, dich zu ändern. Absolut nicht. Die Umgebung, du weißt, du bist am Ende der Fahnenstange. Und dann irgendwie nochmal selber irgendwie zu reflektieren, okay, war vielleicht jetzt doch nicht irgendwie richtig. Alles, was ich gemacht habe und der ganze Weg war doch irgendwie Bullshit. Da guckt man nicht so gern hin. So, absolut nicht. Da lenkt man sich ab. Ohne die Bereitschaft des Gefangenen, sich zu ändern, kann Resozialisierung nicht funktionieren. Aber selbst wenn man sich zu einem neuen Leben entschlossen hat, ist der Weg dorthin aus dem geschlossenen Vollzug hart. Die Problematiken des geschlossenen Vollzugs liegen eben in seiner Geschlossenheit. Dadurch, dass die Person in ihrer Freiheit so extrem eingeschränkt ist, worin ja das Strafübel liegt, werden aber auch viele negative Dinge damit beeinflusst. Also die Separierung von der Familie, der wenige Kontakt nach außen, das Bilden von Subkulturen, das Bilden von sozialen Gewaltverhältnissen bis hin zur Langeweile, die auch entsteht. Also das sind große negative Effekte, die damit einhergehen, dass Personen eben in einer geschlossenen Gefängnisanstalt untergebracht sind. Je länger man im Gefängnis ist, desto mehr wird man von der normalen Welt isoliert. Ein Gefangener, der 30 Jahre im Gefängnis war, kennt zum Beispiel keine Smartphones oder E-Mails. Und wo findet man heute noch eine Telefonzelle? Die für uns ganz normale Welt kann auf einen ehemaligen Strafgefangenen völlig überfordernd wirken. Angefangen mit dem ganzen Papierkram. Für die Entlassenen fängt natürlich der bürokratische Hürdenlauf dann an. Finde ich eine Arbeit? Wie finde ich eine Wohnung? Welche Formalitäten muss ich erfüllen? Du musst dich um Krankenversicherung kümmern, du hast kein Geld, du stehst vor einer Wand aus Behörden. Ich hatte ja null Ordnung in meinem Leben. All die Papiere, die ich hatte, die habe ich einfach so irgendwo reingeschmissen. Da war null Ordnung, das musst du erstmal zusammenfinden. Und dann machst du deine Behördengänge. Allein das ist ja schon ein riesen Aufwand für einen gewesen. Und da stelle ich mir andere vor, die nicht so prädestiniert sind und dann davor stehen. Ja klar, die kommen gar nicht ins Denken, okay, wie mache ich, sondern die gehen sofort wieder dahin zurück, wo sie herkommen. Was Steven hier beschreibt, ist die Rückfälligkeit. Also, wenn ein ehemaliger Strafgefangener wieder kriminell wird. Und sie ist ein großes Problem nach dem geschlossenen Vollzug. Die Rückfallrate liegt, ich sag mal, in Deutschland ganz grob bei 50%, bei Jugendlichen sogar noch drüber. Das ist die Hälfte aller Gefangenen. Und hier nicht mit eingerechnet ist die Dunkelziffer, also alle die, die nicht noch einmal erwischt werden. Diese Zahlen zeigen, dass der geschlossene Vollzug in seinem Ziel der Resozialisierung gescheitert ist. Aber anstatt etwas zu ändern, wird durch diese Statistiken in der Regel Angst in der Bevölkerung kreiert und im Umkehrschluss das aktuelle Vollzugssystem verschärft, wodurch das Problem der Rückfälligkeit nur noch verstärkt wird. Viele vergessen dabei, dass Straftäter auch nur Menschen sind, die sich ändern können. Niemand wird als Straftäter geboren. Die Straftat ist ein Phänomen im sozialen Raum, das vielerlei Faktoren hat. Diese Faktoren sind vielschichtig und komplex und beginnen oftmals schon in der Kindheit. Die Menschen kommen oft aus sogenannten prekären Herkunftssituationen. Da gibt es familiäre Instabilitäten und manchmal sind die krass, oft sind die krass. Wenn so in so einem Milieu schon aufgewachsen bist, irgendwie schon von klein auf an, bekommst von der Pike auf gelernt, dass man so und so lebt und irgendwie, dass das jetzt nicht irgendwie gegen das Gesetz brechen tut. Oder klar, man bricht gegen das Gesetz, aber Hauptsache man lässt sich nicht erwischen. Wenn man so aufwachsen tut, bekommt man das vom Elternhaus halt schon mit. Dann wächst man ja schon irgendwo kriminell auf. Psychologisch gesehen lässt sich dies mit der Aktualisierungstendenz erklären. Wenn du eine Handvoll Samenkörner bekommst und du schnappst dir irgendeins und setzt das in einen hinreichend guten Boden, und wenn die Bedingungen hinreichend gut bleiben, das heißt, wenn es nicht zu heiß ist und so etwas, dann wird es einen geraden Stamm ausbilden. Und wenn dann nebendran aus irgendwelchen Gründen ein anderer Baum wächst, der schneller wächst, dann passiert umfeldmäßig etwas. Dann fehlt da Licht. Und was macht die Birke? Die ändert ihre Wachstumsrichtung. Die orientiert sich in Richtung Licht.
und wächst dann wieder gerade, wenn das Licht genügend ist. Ich übertrage das immer gerne auf die menschliche Entwicklung, wenn sich unterwegs irgendetwas Gravierendes verändert. Der kleine Organismus weiß, wohin es wachsen sollte. Aber wenn es nicht geht, passt es sich an. Also in meiner konkreten Situation war es so, dass die familiäre Situation an sich schon bei mir ziemlich schwierig war. Meine Mutter hat mir nicht viel Liebe weitergegeben bzw. weitergeben können. Ja, dann war die logische Konsequenz, jedenfalls aus meiner Perspektive, mir eine andere Familie zu suchen. Also auch das passiert während der Entwicklung, dass sich da schon szenennahe Beziehungen entwickeln oder ein neues Umfeld, wo das kleine Pflänzchen auf einmal wieder gerade wachsen kann. Nur eben ist es giftig. Andere Kinder haben halt im Zimmer Schularbeiten gemacht und ich habe Vorladung von der Polizei und Anklageschriften gesammelt in meinen Schubladen. Die Kindheit ist also ein Faktor für Kriminalität, aber sie ist bei weitem nicht der einzige. Das andere ist ganz klar, wenn man abhängig wird von Drogen, da wirst du automatisch kriminell. Du brauchst ja das Geld, um deine Sucht zu stillen und dadurch wirst du kriminell. Man fängt an zu dealen oder Einbrüche macht man dann oder andere Sachen. Du bist auf jeden Fall mit dem Gesetz in Konflikt geraten, um irgendwie an deine Kohle ranzukommen. Aber Drogen sind nicht nur ein Faktor für Kriminalität, sie sind auch ein Faktor für Rückfälligkeit. Als ich die Therapie abgebrochen hatte oder beendet hatte, war ich nicht mal einen Tag später, sondern Stunden später war ich wieder drauf, sofort. Lynn hat insgesamt 6 Therapien hinter sich. Bei anderen klappt es nie. Also Drogen ist ein hoher Faktor für Rückfälligkeit. Und im Gefängnis sind sehr viele drogenabhängig. Also ich denke, dass die Zahl auch steigt. Und es sind im Gefängnis immer sehr viele Drogen in Umlauf, in der Regel. Wenn Sie in der Justizvollzugsanstalt über das illegale Drogenbeschaffungssystem, das dort herrscht, weiter konsumieren, dann konsumieren Sie auch draußen. Das heißt, Sie brauchen Geld dafür. Wenn Sie das Geld nicht legal beschaffen können, werden Sie es auf illegale Art und Weise versuchen. Und sobald es mir nicht gelingt, meine Sucht unter Kontrolle zu behalten, bewege ich mich automatisch wieder in einem delinquenznahen Umfeld. Deshalb gibt es auch Systeme wie den Maßregelvollzug. Aber eine Drogenabhängigkeit zu therapieren ist ziemlich schwierig. Da ist es immer so, dass Menschen, die dann aufhören mit Drogen, dass es irgendwie was braucht, also dass diese Leere irgendwie ausgefüllt werden muss. Also durch Sinnstiftung oder Bedeutung im Leben oder bei manchen ist es auch Spiritualität, Beziehung, Bindung. Also das wären jetzt Elemente, wo etwas ausgefüllt werden kann. Und die brauchen einfach im Grunde etwas anderes, was an diese Stelle tritt, den die Drogen hatten. Und das ist ein sehr schwerer Weg und es ist nicht einfach zu finden. Aber so wichtig es ist, sich von Drogen und anderen Faktoren zu distanzieren, kann man die Vergangenheit dennoch nicht wegtherapieren. Also ich habe meinen Patienten immer gesagt, ihr seid nicht hier, weil wir euch etwas wegnehmen wollen. Das können wir nicht. Wir können denen nicht ihre unter Umständen jahrzehntelange Lebensweise und die Erfahrungen, die sie da gemacht haben, die können wir denen nicht wegtherapieren. Das geht nicht. Das werden sie immer verfügbar haben. Sondern das Angebot war, wenn alles gut läuft und du mitspielst, ohne Patient geht gar nichts, dann kannst du eine Lebensform dazu gewinnen, die dich davor schützen kann, dass du den Rest deines Lebens wieder im Gefängnis oder auf dem Friedhof verbringst. Aber eine neue Lebensform anzunehmen ist nicht immer leicht, vor allem, wenn man es nicht anders kennt. Jemand, der von, so jetzt wie ich, denke ich, der von früh auf damit immer konfrontiert war und schon als kleiner Stöpsel sozusagen kriminell war, ich kannte es ja gar nicht anders. Ich kann heute jetzt, wie ich jetzt hier sitze, von mir behaupten, dass ich seit 2,5, 3 Jahren ein normales Leben führe. Die Zeit davor bestand für mich aus Gefängnis, Psychiatrie, Straße. Das war mein Leben, ich kannte nichts anderes. Und gerade dann ist der Preis für ein neues Leben hoch. Im ersten legalen Job zum Beispiel fängt man klein an und verdient wenig Geld. Wenn du dir dafür zu schade bist, wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen. Und er hat in der Hosentasche
das Notizbuch aus den alten Zeiten, wo Telefonnummern drinstehen. Da genügt ein Anruf und er wird so wieder aufgenommen und verdient von heute auf morgen wieder seine 2000 Euro am Tag. Ein neues Leben anzufangen und sein altes hinter sich zu lassen, ist also ziemlich schwer. Und der Weg dorthin ist für die meisten ein harter Kampf. Das fördert die Vorstellung, dass die Welt mir auf Knien danken muss, dass ich diese Kurve gekriegt habe. Und die Welt tut das nicht. Sondern eher im Gegenteil. Die begegnet dem Wiedereintritt eines Strafgefangenen ja, mit doch sehr erheblichem Misstrauen. Jetzt, wenn so ein Ex-Knacki aus dem Gefängnis rauskommt und er wirklich willens ist, irgendwie sein Leben zu ändern, und aber das Gefühl permanent bekommt so von der Nachbarschaft, nicht mal irgendwie verbal, sondern nonverbal durch Gestiken, durch Blicke, ihn zu meiden, das ist nicht dienlich für diesenjenigen oder diese Person. Vorurteile von außen sind ein weiterer Grund, warum viele ehemalige Strafgefangene aufgeben und rückfällig werden. Und die Liste an Vorurteilen, denen man begegnet, ist lang. Ehemaligen Straftätern wird oft kein Vertrauen entgegengebracht. Man lässt Kinder nicht gerne in ihre Nähe, vertraut ihnen nicht mit Geld und hält soweit es geht Abstand. Viele Menschen glauben auch, dass man sich nicht ändern kann. Nach dem Motto, einmal kriminell, immer kriminell. Deshalb haben viele ehemalige Straftäter das Gefühl, anders zu sein. Und passiert einmal etwas, werden sie immer als erstes verdächtigt. Hier ein Beispiel. Selbst wenn du es schaffst, keine Bank mehr zu machen und du wohnst einigermaßen in Frieden mit deiner kleinen Familie, zwei Ecken weiter ist eine Bank und da schrillen nachts die Alarmglocken, dann steht die Polizei als erstes bei dir auf der Matte. Und damit musst du klarkommen. Es ist einfach keine wirkliche Offenheit da in der Gesellschaft, ehemalige Straftäter zu empfangen. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wenn die Gesellschaft nicht offen ist, wenn keiner ehemaligen Straftätern Wohnung gibt, Arbeit gibt, wenn keiner ihr Freund sein will, dann werden sie sehr sicher rückfällig. Die Vorurteile der Gesellschaft erhöhen also die Rückfallquote. Und die Rückfallquote sorgt umgekehrt für mehr Vorurteile in der Gesellschaft. Es ist ein Teufelskreis, angetrieben durch die Medien. Es gäbe klare Verrohungstendenzen im Land. Können uns Polizei und Politik nicht mehr schützen? Härtere Strafen hätten eine abschreckende Wirkung. Die Tür und Tor öffnen für Straftäter. Mehrere Gewalttäter mussten deshalb bereits auf freien Fuß gesetzt werden. Kann man sich in Deutschland wirklich nicht mehr sicher fühlen? Weil wir natürlich ein Kriminalitätsproblem haben. Dass es ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt für einen härteren Vollzug unseres Rechtsstaats. Das beeinflusst natürlich auch das Denken von den Menschen. Welche Schlagzeilen kommen irgendwie in die Zeitung? Und dann hat man das Gefühl, irgendwie die Jugend wird immer schlimmer, wird immer gewalttätiger. Und wenn man sich aber mal wirklich mit den Statistiken beschäftigt, dann sieht man, okay, das ist gar nicht so. Reißerische Headlines sorgen für ein falsches Bild von Kriminalität in der Gesellschaft. So entsteht zum Beispiel der falsche Eindruck, dass die meisten Verbrechen in Deutschland Mord, Gewaltverbrechen oder Sexualdelikte sind, wenn dies in der Realität gar nicht stimmt. Der Hauptansprechpartner ist die Gesellschaft. Ist die Gesellschaft, die schlecht oder unterinformiert ist und die letztendlich aufgrund dieses fehlerhaften oder mangelhaften Wissens über die Politik aber trotzdem Entscheidungen fällt. Politik orientiert sich am Wählerwillen. Und wenn die Gesellschaft härtere und längere Strafen fordert, dann wird sich die Politik immer wieder an der Gesellschaft orientieren. Solange der Wähler nicht objektiv informiert ist, werden die Probleme des aktuellen Systems weiter bestehen bleiben. Resozialisierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können nicht erwarten, und es ist ein Irrglaube, dass das Einsperren von Menschen einen resozialisierenden Effekt hat. Was können wir also tun, um ein erfolgreicheres Vollzugssystem zu etablieren? Auf kurze Sicht müssen wir versuchen, das bestehende System zu verbessern. Dazu braucht es mehr Begegnung zwischen Gefangenen und der Gesellschaft, um Vorurteile abzubauen. Außerdem brauchen Inhaftierte bessere Vorbilder, um Anreize zur Änderung zu bekommen. Niemand erreicht Inhaftierte so wie ehemalige. Deshalb sind Leute wie Lynn und Steven, die es geschafft haben, auch so wichtig. Außerdem sollten mehr geeignete Leute in den offenen Vollzug dürfen, um die Resozialisierung zu fördern. Deshalb meine ich, ein moderner Strafvollzug muss ein Konzept haben, in dem jeder das an Resozialisierung bekommt, was er bedarf, wenn er es denn annimmt. Um das umzusetzen, bedarf es mehr Alternativen zum Gefängnis. Und der offene Vollzug ist hier ein guter Anfang.
Und auch unabhängige Organisationen, die ehemaligen Gefangenen bei der Resozialisierung helfen, müssen unterstützt werden. Die karitativen Einrichtungen, die die Strafgefangenenhilfe oder auch dann die sich um die freigelassenen Personen bemühen, das sind essentielle Bausteine eines Resozialisierungssystems. Ohne dem kann es gar nicht funktionieren. Eine solche Organisation ist Z-Free. Also es ist sicher so, dass inhaftierte Menschen, die ohne Begleitung versuchen müssen, mit ihrer Situation und auch mit ihrer Zukunft klarzukommen, viel eher scheitern oder nicht weiterkommen als Menschen, die Begleitung haben. Das ist eigentlich unser Auftrag. Und Sie haben zum Beispiel Steven unterstützt. Für mich das Allerwichtigste war, mir wurde die Hand gereicht. Aber es gibt auch Leute, die sagen, wir sollten auf lange Sicht das ganze System überdenken. Wir können im Bereich des Strafrechts über neue Sanktionsformen nachdenken. Es geht nicht darum, wie gut oder wie schlecht ein Strafvollzug ist, sondern wir müssen wegkommen von dem Gedanken des Strafens hin zu dem Gedanken, welche Konsequenzen hat mein Tun, was muss ich an Verantwortung für mein Tun übernehmen und womit ist der Gesellschaft, dem Opfer und auch mir am meisten geholfen. Auf internationaler Ebene gibt es solche alternativen Vollzugsformen bereits und oft mit großem Erfolg. Also ich habe da in Brasilien eigentlich gefunden, was ich gesucht habe. Die haben ein 3-Stufen-Modell, geschlossen, halb offen, offen. Jeder durchläuft diese Phasen. Die beziehen die Gesellschaft ganz stark in das Vollzugsgeschehen mit ein, über ehrenamtliche Arbeit. Und die beziehen Betroffene mit ein. Ehemalige können ganz schnell ehrenamtliche Mitarbeiter werden. Den Gefangenen wird sehr viel Verantwortung übertragen. Sie werden in dieser Verantwortung geschult. Die Familie wird mit einbezogen. Und es darf niemanden geben, der ohne Vollzugslockerungen entlassen wird. Das wäre ein Strafvollzug, der hilfreich wäre. Und sogar in Deutschland gibt es erste alternative Vollzugsformen. Also das Seehaus Leonberg ist ein Jugendstrafvollzug in freien Formen. Es gibt das Seehaus seit 2003. Ist gegründet worden von Tobias Merkle als eine neue alternative Vollzugsform neben dem geschlossenen und dem offenen Vollzug. Jugendliche wohnen hier in WGs, die als eine Art Familie fungieren. Sie gehen außerdem zur Schule und arbeiten im Seehaus. Wir haben kein Gitter und keine Mauern, aber dafür haben wir ein sehr klares Regelwerk. Und wirklich Kleinigkeiten werden auch angesprochen, damit nicht große Dinge passieren. Resozialisierung wird hier groß geschrieben. Dass im Hinblick auf Resozialisierung schon ganz viele Kontakte aufgebaut werden können, dass die Jungs ganz viele Möglichkeiten eigentlich haben im Projekt, einfach auch schon ihre Zukunft aufzubauen, zu gestalten. Das funktioniert über Praktikas bei externen Arbeitgebern, aber auch den Austausch mit der Gesellschaft. Regelmäßig sind Leute von außen zu Gast. Es gibt sogar einen Kindergarten direkt im Seehaus. Und auf dem Weg ist auch unser Motto wahrhaft leben, dass sie ein ehrliches Leben, dass sie die Karten auf den Tisch legen und man ehrlich Probleme bearbeitet und anschaut. Auf dem Weg wollen wir sie begleiten, bestmöglich. Ja. Das Seehaus ist eine eigene und neue Vollzugsform. Sie nennt sich Vollzug in freien Formen. 2002 wurde sie in Baden-Württemberg gesetzlich verankert. Mittlerweile gibt es in 3 Bundesländern entsprechende Gesetze. Das Seehaus selbst gibt es bisher aber nur in Leonberg und in Leipzig. Und ich würde mir schon wünschen, dass es mehr in ganz Deutschland, also flächendeckend, auch in allen Bundesländern, diese Form eingeführt wird, damit wirklich motivierten Jungs einfach auch eine Chance gegeben wird, ihr Leben in die Hand zu nehmen und was zu verändern. Aber bis solche alternativen Vollzugsformen in ganz Deutschland etabliert werden, ist es noch ein weiter Weg. Selbst wenn alle Straftäter nicht entweichen würden und nie wieder was tun würden, unsere Gesellschaft braucht die Mauern, damit sie sich sicher fühlt. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, mit Straftätern umzugehen und ein geeignetes Vollzugssystem zu finden. Und wenn es soweit ist, liegt es an uns, ihnen eine zweite Chance zu geben. So wie es an jemanden, der kriminell geworden ist, liegt, Verantwortung zu übernehmen und sein Leben zu ändern. Ich kann heute sagen, so schwer es auch ist, immer noch jeden Tag diese Entscheidung zu treffen, das alte Leben hinter mir zu lassen und zum Beispiel ein Vorbild zu sein für meine Kinder, stehe ich da absolut hinter und rate jedem, den Kampf aufzunehmen und das auch erreichen zu wollen. Es lohnt sich.